Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal, zweiten Folge FIFA 23. Und wir zocken hier und heute gegen Viktoria Köln in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ne? Hier muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht irgendwie gegen einen Außenseiter ausscheidet. Ich meine, die erste Runde war maximal erfolgreich, ein 7-1 gegen Holstein Kiel, das war schon richtig nice. Wir gucken jetzt, was hier gegen Viktoria Köln geht. Wir gehen rein hier ins Duell und schauen mal, ob wir uns für die nächste Runde qualifizieren können. Hier haben wir die Aufstellung von Viktoria Köln mit vollem Tor. Dann Heister, Altunasch, Al-Ghamdi, Bubala, Sontheimer, Togate, Langford, Marcellier, Palacios, Martinez und Hong. Das Ganze in einem 4-2-3-1-System, wie hier Köln spielt. Die sind hier natürlich sehr, sehr große Außenseiter, aber trotz allem werden die natürlich Power geben und alles versuchen, um hier eben den Favoriten aus Schalke zu schlagen, also den Favoriten aus Gelsenkirchen. Und wir gucken gleich mal auf die Aufstellung der Gelsenkirchener. Und zwar Steffen im Tor, aber trotz allem viel Rotation mit Svensson, Greimel, Wallace und Köhn in der Viererkette. Pereira und Cardoso bilden das brasilianische zentral-defensive Mittelfeld. Hoffmann heute als Kapitän auf rechts, links Tommy, Bosco dann im ZOM und Sanko ganz vorne als einzige Sturmspitze. Oh, Bosco da ein Superpass. Superpass, Sanko macht nicht seinen ersten Saisontreffer. Bei dem hapert es noch, was den Abschluss angeht. Ne? Vorlagen hat er schon einige getätigt, aber selber mal zum Tor kommen, schafft Sanko irgendwie nicht. Und jetzt hier Viktoria Köln mit dem Konter. Nein, Svensson ist da. Svensson, na, musste aufpassen mit seiner gelben Karte. Musste da aufpassen. Jetzt könnte aber hier Viktoria Köln zum Abschluss kommen. Steffen war da noch dran. Gute Parade von Steffen. Denn das wäre sonst hier das 1-0 für Köln geworden. Und jetzt hier die Viktoria bei der Ecke. Der Ball wird erstmal geklärt, aber es bleibt gefährlich. Was hat die Viktoria aus Köln hier vor? Der wird abgewehrt von Pereira, stark gemacht. Jonas Hoffmann, eventuell eine Kontermöglichkeit. Bisher ganz schwaches Spiel der Schalke-Offensive. Bosco dann. Und der Ball ist jetzt mal gut. Der Ball ist jetzt mal gut. Sanko. Sanko mit dem Abschluss aber drüber. Jetzt haben wir hier Köhn. Die Flanke, die ist nicht schlecht. Sanko nimmt ihn direkt. Der Keeper hält den. Oh, fast ein Riesenfehler da vom Verteidiger. Hat Glück, dass der Ball da ins Ausrollt, ne? Oh, jetzt hier Viktoria Köln auf dem Vormarsch. Das ist ein gefährlicher Angriff durchaus. Das ist durchaus nicht ungefährlich, was sie hier spielen. Wallace kommt da nicht ganz ran. Das ist nicht so gut verteidigt. Steffen hat ihn dann. Tommy jetzt hier im 1 gegen 1 macht das ordentlich. Die Flanke ist auch gar nicht so schlecht. Der Kopfball war richtig gut, aber der ist nicht drin, weil voll den hält. Das war eine super Parade hier vom Keeper, ne? Bei uns gibt es jetzt Wechsel. Zapata und Sané kommen rein für Hoffmann bzw. für Sanko. Und jetzt hier Tommy bei der Ecke. Oh, der Kopfball ist auch wieder gut, aber wieder ist da voll dran. Super Kopfbälle hier von Schalke, aber zweimal der Keeper der Viktoria voll. Ja, verhindert hier den Treffer für S04. Bostogan jetzt hier mit der Ecke. Der nächste Kopfball oder was? Nein, aber da ist Sané und er trifft ihn nicht gut. Pereira. Zapata, jetzt haben wir hier Cardoso. Sané, die Flanke ist gut, die Flanke ist gut. Zapata daneben. Was ist denn da los? Wir haben viele große Chancen, nutzen sie aber leider überhaupt nicht. Sané hat den Ball abgefangen. Guter Pass von Sané. Jetzt hier Bostogan und der Ball ist gut. Jetzt muss der Zapata nur gut reinlaufen. Die Flanke ist gut, die Flanke ist gut. Zapata, den macht er nicht rein. Was ist denn los? Die Kopfbälle wollen heute nicht. Es kommen so viele gute Flanken in den Strafraum, aber die Stürmer von S04 nutzen das einfach nicht. Tommy spielt den Ball jetzt auf Köhn. Vielleicht jetzt. Die Flanke war zu scharf geschossen. Aber nee, der Keeper hat den voll. Haut den Ball erstmal weg. Wir machen jetzt hier Druck. Svensson kommt nicht dran. Und jetzt hier vielleicht die letzte Möglichkeit für Köln. Oh, den Ball haben sie da drin gehalten. Jede Kölner nochmal mit einem Angriff oder was? Verhindern sie jetzt hier die Verlängerung? Schalke war die klar bessere Mannschaft, aber sie konnten den Treffer nicht erzielen. Jetzt hier die Viktoria, nein, der wird geklärt. Svensson haut den Ball weg und es gibt die Verlängerung. Zapata, Superball. Köhn jetzt hier. Köhn, der linke Verteidiger. Vielleicht ist es der Linksverteidiger, der den Ball reinmacht. Nein. Sané zieht einfach mal ab, Junge. Er versucht es. Er versucht es einfach mal, ne? Aus über 30 Metern, aber man muss sagen, im ersten Moment sah es gefährlicher aus, als es wirklich war. Sané, guter Pass. Bostogan überragend gespielt. Sané will es alleine machen. Ein Abspiel auf Zapata wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Und jetzt hier die Möglichkeit, oder was? Nein! Come on, Ref!
Nicht dein Ernst. Come on, Referee. Er hat den Ball berührt. Er hat den Ball berührt. Ich muss das nochmal angucken. Er hat doch den Ball berührt. Vielleicht habe ich mich verguckt. Aber er hat doch den Ball berührt. Eine andere Perspektive. Wir brauchen eine andere Perspektive, wo man das genau sieht. Hier. Er geht da. Warte. Er berührt doch den Ball. Andere Perspektive. Ich will das genau sehen jetzt. Kann man nicht irgendwie... Hier. Er trifft. Ja, wir brauchen eine Perspektive, wo man es selber drehen kann. Irgendwo gibt es das ja. Ich werde es gerade angucken, Leute. Genau hier. Genau hier. Jetzt kann man sich es besser angucken. Da kommt er. Der Kontakt mit dem Fuß ist durchaus da. Ja, er trifft nur den Mann. Ich habe mich verguckt. Hier sehen wir es nochmal. Er schirmt den Ball gut ab. Das ist schlau gemacht. Da kommt der erste Kontakt. Und dann trifft er ihn Knie am Knie. Es ist richtig. Es ist korrekt. Es ist korrekt, Leute. Ich wollte es mir mal genau angucken. Ihr kennt FIFA. Und jetzt Steffen gegen den Gegenspieler. Steffen gegen den Gegenspieler in die Mitte. Viktoria Köln 1-0 vorne. Viktoria Köln ist hier 1-0 vorne. Kriegen sie hier die Sensation hin oder was der Drittligist? Die sind 1-0 vorne. Durch diesen Elfmeter. Ja, Wallace ärgert sich dann natürlich zu Recht, ne, weil er den verursacht hat. Aber allgemein muss sich Schalke ärgern. Man hatte allein in der zweiten Halbzeit so viele Kopfballgelegenheiten. Da hätte man schon weiterkommen können, ne? Während der regulären Spielzeit. Jetzt wird es natürlich richtig schwierig. Patrick Sontheimer hier mit dem Treffer. Wir gehen auf Offensiv und gucken, was dann gleich geht in Halbzeit 2 der Verlängerung. Freistoß für die Viktoria jetzt hier. Der kommt da rein. Pfeiffer klärt den. Pfeiffer klärt den. Pereira, na, da kommen wir nicht ran. Die Grätsche ist daneben. Voller Einsatz jetzt hier. Schalke mit Druck. Schalke mit maximalem Druck jetzt hier. Ja, sie pressen den Gegner. Sie pressen den Gegner. Wohin? Wohin läuft denn der? Boah, das ist gefährlich, was er da macht, ne? Aber er löst es gut. Er löst es sehr gut, muss man sagen. Viel Zeit auch noch erobert. Und jetzt haben wir aber hier den Ball mit Sané. Wichtig. Harit. Kubica. Kubica spielt den Ball auf Köln. Köln jetzt hier. Das könnte jetzt hier die entscheidende Aktion werden. Da ist Zapata, das gibt es nicht. Vollhält den. Wie kann der bitte alles halten? Die Ecke. Bosco dann, die Ecke. Der Kopfball, nein. Zapata, nein. Sie klären es, sie klären es. Nochmal voll rein da. Nein, die Viktoria kann es wieder klären und sie sind weiter. Sie sind weiter, sie retten sich hier. 1-0 hauen sie hier Schalke 04 raus, die raus sind aus dem DFB-Pokal. Wir sind raus, dieser Mann voll, ne? Der war nicht zu schlagen. Der war nicht zu schlagen. Ja, die Viktoria kann natürlich richtig hier feiern. Für Schalke ist es natürlich schon ein kleiner Schock. Du warst die bessere Mannschaft, du hast besser gespielt, du hast alles gegeben, aber du bist raus. Ja, 4er XG-Wert, ne? Und trotzdem bist du am Ende draußen. Da bringt dir dieser scheiß XG-Wert auch nichts. Volle Konzentration jetzt auf die Liga, könnte man sagen. Ja, war schon sehr frustrierend, ne? Im DFB-Pokal so auszuscheiden, das will man nicht, ne? Aber wie gut ist bitte dieser Voll? Den will ich jetzt einfach mal scouten. Ich will gucken, wie gut der ist, weil der war übergut. Ben Voll. Scouten wir ihn einfach mal, ne? Da haben wir nichts geschafft, an ihm vorbeizukommen irgendwie. Naja. Dann ist das halt erstmal so, ne? Dann ist das so. Konzentrieren wir uns auf die Liga, gehen ins Duell gegen St. Pauli hier in der Veltins-Arena und wir gucken mal, ob wir es schaffen, gegen die Hamburger zu gewinnen. Hier haben wir die Aufstellung von Schalke mit Steffen im Tor im 4-2-3-1-System. Wir haben schon mal gesehen, Pfeiffer und Friedl auch in der Innenverteidigung, ne? Auf Außen werden wir mit Aydin und Donkor spielen. Kubica und Flick im ZDM, Hoffmann, Harit auf Außen, Wallner im ZDM und Top ganz vorne. 4-2-3-1-System hier beim FC Schalke. Wir gucken gleich mal auf St. Pauli, wie die Gäste hier spielen werden, ne? Und gucken da gleich mal drauf. Schalke muss auf jeden Fall ihre Abschlussschwäche des letzten Spiels wegmachen. Dann ist hier einiges drin, ne? Basili im Tor, auf jeden Fall bei St. Pauli, die hier im 4-4-2-System spielen. Wir gucken da gleich nochmal genauer drauf. Und zwar mit Nemeth und Carsten in der Innenverteidigung, Wickhoff und Parkarada auf Außen,
Metcalf, Bukalfa im ZM, Van Bergen, Ibrahim auf Außen und Eggestein und Otto ganz vorne. 4-4-2-System angesprochen bei St. Pauli. Spiel in der Felddienst-Arena hat begonnen. Wallner, der Ball ist gut. Und jetzt hier Aydin. Aydin mit der Hacke, gut gespielt. Jonas Hoffmann, Wallner, gut gespielt hier von Schalke. Und dann steht 1-0. Das ist überragend gespielt von den Schalkern hier, ne? Das ist wirklich überragend gespielt, wie man den Ball immer und immer weiter, eine Station weitergegeben hat. Hier mit der Hacke von Aydin auf Hoffmann, der auf Wallner, top, der auf Harit und dann zack, der Abschluss. Ne? Also das ging einfach zu schnell, zu direkt für St. Pauli, die dagegen wenig bis gar nichts machen können. Auch der Keeper, der versucht noch irgendwie reaktionell so schnell wie möglich unten zu sein, hat aber keine Chance gegen den 5. Treffer von Armin Harit, der auch wirklich eine super geile Season bisher spielt. Ne? 1-0 Schalke. Und ja, mit dem Treffer hat man sich auf jeden Fall das 1-0 auch verdient. Das war sehenswert. Und jetzt hier Harit. Die wollen gleich doppelt zuschlagen, aber der Abschluss von Top war zu schwach, ne? Na, den hat Kubica gut abfangen können. Und der hohe Ball von Kubica ist überragend. Top. Wie hat er den denn abgegeben? Aber der ist nicht drin. Wie hat Top den Ball bitte verwertet? Oh, der hohe Ball. Der war gut gespielt. Van Bergen macht das super, wie er da abgestoppt hat. Das war perfekt gespielt von Van Bergen. Also so eine Ruhe musst du auch erstmal haben, ne? Wenn dein Gegenspieler dich attackiert, so ruhig zu bleiben, zu sagen, ey, ich stopp jetzt ganz gezielt hier ab, ne? Super hoher Ball. Pauli bisher wenig gefährlich gewesen, bis auf diese erste Aktion am Anfang. Aber hier dann gleich mal direkt mit dem Treffer. Schalke fängt sich mal wieder ein, ne? Ja, nach 24 Minuten kann hier also St. Pauli ausgleichen. Freistoßgelegenheit jetzt hier für Wallner. Das könnte sehr interessant werden, Leute. Der kann Freistöße, das wissen wir. Wallners Freistoß an die Mauer. Wallner mit dem Kopf über den Keeper oder was? Nein, weil Vasili den hält. Das Spiel wird unterbrochen. Und hier liegt jemand verletzt am Boden. Ist das Harit oder was? Es ist Harit. Harit liegt hier verletzt am Boden, muss ausgewechselt werden. Nachdem Köhn schon mal eine Zeit lang verletzt war und Salazar aktuell noch ausfällt, ist jetzt hier Harit anscheinend der dritte Verletzte in dieser Saison. Hat sich da reingeworfen und irgendwie hat er sich da verletzt, ne? Obwohl das eher Eigenverschulden war, muss man ganz ehrlich sagen. Ecke von Pauli. Ecke wird nicht gut geklärt, Flick hatte den dann. Hier der angeschlagene Wallner, der sollte den Ball abgeben, macht das auch. Und jetzt Hoffmann, der Ball ist gut auf Top. Und jetzt muss es Top einfach machen, Top, Top. Nein, da wird er abgefangen. Da wird er tatsächlich noch abgefangen von Pacara oder Pacarada. Da wurde er echt noch abgefangen, ne? Marco Friedel. Sanko, der Ball ist gut. Das war kein Abseits. Marco Friedel jetzt. Marco Friedel. Marco Friedel. Hoffmann. Hoffmann versucht es einfach mal gegen die Latte. Puh. Wahnsinn. Wir schaffen es einfach nicht, diesen zweiten Treffer zu erzielen, ne? Wir brauchen so viele Chancen, um ein Tor zu machen überhaupt schon. Aber ein zweites wird umso schwieriger. Sanko, der Ball ist gut auf Pfeiffer gespielt. Pfeiffer macht ihn nicht rein. Man kann es ja mal probieren. Oh, das ist gefährlich vom Keeper. Und da ist Schalke gleich wieder im Ballbesitz, verliert den Ball aber auch gleich wieder. Das war jetzt hier ein Hin und Her. Und das ist jetzt die große Chance für Otto. Das ist eine große Chance jetzt hier. Was macht denn Pauli da? Da war so viel mehr drin. Sie spielen es nicht gut auf. Am Ende ist Pfeiffer wieder da. Eben noch vorne, jetzt hinten, ne? Und jetzt hier Hoffmann. Jonas Hoffmann spielt den rüber. Sané mit der Flanke. Die kommt nicht an. Sané. Oh, schwieriger Ball, aber der kommt irgendwie an. Die Schussmöglichkeit abgewehrt. Pflegt mit dem Schuss wieder abgewehrt. Wieder abgewehrt hier. Und jetzt, was haben sie vor? Es gibt nur eine Minute Nachspielzeit. Und den Ball haben wir gewonnen. Sanko. Ah, Spiel ist rum. Unbefriedigend, ey. Unbefriedigend. Wir machen so viel, ne? Wir hätten in dieser Folge Chancen für gefühlt 10 Tore. Ganz ehrlich jetzt. Und am Ende machen wir 1. XG-Wert von 4,5. Also wir hätten 8,5 mit beiden Spielen hier zusammengezogen, ne? Wir hatten einen XG-Wert von 8,5 in diesen beiden Spielen und machen am Ende ein Türchen. Das ist sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend sogar, ne? Na gut. Wir haben hier auf jeden Fall Ziele. Ja. Wallner fällt 3 Monate aus und Harit 2. Ja, das macht unsere Offensivabteilung natürlich immer schwächer, ne? Weil klar, man hat jetzt Bostogan und Tommy, ne? Die sind beide sehr gut. Keine Frage, aber Salazar fällt weiterhin aus, ne? Naja.
muss man erstmal mit leben. Aber das ist natürlich trotz allem nicht so geil, ne? Wenn da jetzt noch mehr Leute ausfallen, gerade weil wir schon offensiv hier und da unsere Problemchen haben. Wir gucken mal hier in die Scouting-Berichte rein. Er hier, der dürfte eigentlich nicht so interessant sein. Wir lassen ihn einfach mal weiter scouten. Er hier kann weg. Er hier könnte interessant sein, müssen wir aber auch mal weiter scouten lassen. Und alle unter 60 können gleich von Anfang an weg, ne? Mika Fuchs, gucken wir uns auch nochmal weiter an. Da haben wir jetzt keine Not, die unbedingt schon zu holen, ne? Auch er hier. Ja, ob aus dem was wird, muss man mal schauen. Er hier. Ja, auch da kann man weiter scouten, ne? Er hier kann definitiv weg. Er hier ebenfalls. Ebenfalls. Kann man auch weiterhin scouten und ihn hier auch, ne? Die ganzen Brasilianer. Und dann haben wir noch in Österreich. Er hat schon mal eine zu geringe Gesamtstärke. Wir haben alle noch eine 60, wobei er hat gar kein Potenzial. Das brauchen wir dann schon mal gar nicht, ne? Wenn die so unter 80 Potenzial haben, ist auch schon wirklich Minus, ne? Er hier ist noch interessant. Elias Strobel. Aber da will ich auch gucken, wie viel er wirklich an Gesamtstärke hat. Ob es dann wirklich sich lohnt, ihn direkt hochzuziehen oder nicht. Wenn wir dann nochmal in unsere Jugendmannschaft an sich gucken, haben wir da momentan jemanden drin? Ach, wir haben gar keinen in unserer Jugendmannschaft aktuell. Okay, dann ist das halt so. Wir gucken aber nochmal in die Tabelle. Da muss man sagen, die ersten drei, ne, ja, Fürth hat jetzt auch mal verloren übrigens. Die sind nicht weit weg, aber es ist halt auch super eng, ne, wenn man sich das mal anguckt. Bis Holstein Kiel, also bis zum 11-Platzierten, haben alle 17 Punkte oder mehr. Das heißt, die ersten 11 sind innerhalb von 7 Punkten, ne. Ey, da kann innerhalb von 2, 3 Niederlagen oder Siegen so viel passieren. Das ist auf jeden Fall super, super eng hier in Liga 2. In der nächsten Folge sehen wir uns dann zum Duell gegen Heidenheim. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Euer Veloz meldet sich ab und bye bye.